Willkommen, Freunde. Wir schauen uns heute mal Devil's Hunt an. Gab's auch irgendwie günstig, ja, ist günstig, ja, so 25 Euro bei Steam. Und da habe ich gedacht, schlägst du mal zu. Und hab's vorhin mal ganz kurz angetestet. Nach 2 Minuten wieder ausgemacht, aber nur weil ich es halt in Gänze genießen wollte. Und dann fangen wir hier nochmal ganz neu an. So, wir wollen natürlich Story spielen, ganz klar. Wollen ja wissen, um was es da geht. Dann schauen wir mal. So, New Game. Startet auch ohne Intro das Ganze. Hat mich ein bisschen gewundert. Aber ist soweit erstmal in Ordnung. Oh, my head. Ja, er hat Kopfschmerzen. Wo ist er, fragt er sich. Jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir denn hier für Möglichkeiten. Ja, bis jetzt noch nicht viel, da bis jetzt können wir nur gehen. Es gab, glaube ich, Kritik an dem Spiel, dass man gesagt hat, man könnte da nicht richtig speichern. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Muss man nochmal rausfinden. Problem ist gerade, dass mir links meine Elgato-Lampe das Hören wegbrutzelt. Ich echt. So, jetzt sehe ich glaube ein bisschen mehr. Mal gucken. So, wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Was ist hier unser Auftrag? So, von da kommen wir ja. Hier irgendwas einsammeln, aber ich glaube, es geht erstmal grundsätzlich darum, hier mal rumzulaufen. Da haben wir auf jeden Fall eine Kellerlampe. Ein paar Fässer, da dürfte es aber nicht mehr lang gehen. Soll ich hier lang gehen? Okay, hier ist jetzt eine Treppe. Ah, da können wir hochklettern, alles klar. Hab ich erst gar nicht gesehen, aber ich muss auch mal, wie gesagt, meine Elgato-Lampe mal ein bisschen anders hindrehen. Die scheint mir direkt ins Gesicht. Warum geht das denn jetzt hier mit Klettern nicht? Ach doch. Okay, da sind die ersten Zombies, wie auch immer, gewesen. Irgendwelche. Chapter 1, The City is Burning. Okay. The whole city is burning. Schön, dass er meinen Satz immer wiederholt. Muss ich ja theoretisch irgendwo eine Waffe finden oder so. Ein Riesenvieh und ich habe doch gar keine Ausrüstung oder so, ne? Okay. Wird das einfach dazu oder? Ah, okay. Haben wir auf jeden Fall irgendwelche Superkräfte. Das ist ja mal nice. Ich hätte eher so an eine Waffe oder so gedacht. Das ist natürlich auch sehr geil, also. Kurz drauf. Ich muss gleich mal, wenn ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, mal ein bisschen gucken. So, haben wir den hier unten auf A? A ist rutschen, alles klar. B ist in die Fresse hauen.
Was aber auch nicht immer klappt. Also jeder Move funktioniert nicht immer gleich. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Oder wenn man ihn ausgeführt hat, braucht man halt ein bisschen, eine gewisse Zeit. Dass man dann wieder zuschlagen kann. Okay, er verwandelt sich auch wirklich nur, wenn irgendwer in der Gegend ist. Gegner oder so. Ansonsten läuft man ja normal lang und kann keinen Move und nichts ausführen. So, da stürzt natürlich mal wieder ein Gebäude ein, was mich nicht wundert. Ob wir da überhaupt lang können. Alter, das sieht ja auch mies aus. Tunnel drin. Scheiße, überall brennt's. Ja, ein schöner Zustand. Was ganz gut gemacht ist, von der Orientierung her, dass es angezeigt wird, wo man lang kann. Das mag ich. Also das macht's ja nicht ganz so kompliziert. Kann sein, dass es später dann noch sich ändert und dann nicht mehr stattfindet. Aber momentan ist das noch ganz hilfreich. Well, it's already ruined. So I'm sure they won't mind me decorating the level. Alter. Haut mal locker so einen Pfeiler um. Bis jetzt geht's ja noch. Ich habe das Gefühl, man kann wirklich manche Aktionen nicht immer ausführen irgendwie. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht schlagen. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder nicht. Kann ich einen anderen Move ausführen? Was sie sagen kann, umso öfter man so eine Spiele spielt, man ist wenig beeindruckt von den Gegnern, weil man weiß, es ist nur ein Game und dann geht man halt auch mal drauf, ne, meine Güte, aber richtig Gruselfaktor ist schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber man ist da schon ein bisschen routinierter, wenn man mehr gezockt hat. So, hier brennt es überall weiterhin. Aber hier wäre es echt lieber, ich hätte eine Knarre oder so. Die Gate ist blockiert. Es muss eine andere Weg herum sein. So, jetzt habe ich die Aktion ausgeführt. Cool, das scheint öfter zu funktionieren. Wir hauen hier lieber ab. Wir müssen. Was ich auch gelernt habe, man muss nicht jeden Gegner wirklich platt machen. Also manchmal ist es auch ganz geil, einfach mal abzuhauen und wegzulaufen, um einfach weiterzukommen. Also wenn man merkt, die Spiele sind zu schwer, dann sollte man auch ein bisschen weglaufen. Nicht alle Gegner platt machen. Sei denn man ist irgendein Hardcore-Gamer oder so. Kann man das natürlich gerne machen, aber ich mach's nicht. So, hier geht's weiter. Creature from my nightmare. We meet again. Aber bis jetzt muss ich sagen, gefällt's mir sehr gut. Also, könnte irgendwie eine Story haben, aber vielleicht kommt das alles noch. Vielleicht ist das auch nur irgendwie das Intro, die Einführung. Schwer ein Spiel zu beurteilen, was man gerade mal so spielt. Well, that rings a bell.
Okay. Das funktioniert auch ein bisschen automatisch. Da müssen wir nicht viel machen. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Gucken. Alles geht's hier hoch. Da bewegt sich doch schon wieder was. Ja. Wird bestimmt gleich wieder Ärger geben. Erste Storyline fängt an. Hey, stop it! Ja, legt euch nicht mit dem Commander an. Gleich Hilfe gerufen, ne? Der sieht aber nicht freundlich aus. Was ist denn jetzt? Ach, da. Ich muss sagen, das ist jetzt schon ein bisschen heftiger. Ich weiß gar nicht, ob ich das überlebe. Das Gefühl, meine Schläge wirken auch gar nicht. Noch für Moves irgendwie. Wir haben hier einmal. Scheint ja auch nicht viel zu tun, ne? Okay, wir müssen uns doch erstmal eingrooven. Vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit, das Vieh irgendwie umzubringen. Wir müssen das auch gar nicht klassisch irgendwie angreifen. Das weiß ich natürlich nicht. Ich muss ein bisschen verstecken. Was zieht überhaupt noch meine Energie auf? Und da merkt man, da stimmt da irgendwas nicht. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich muss ja auch hier die roten Teile hier angreifen. Atmen. Ich habe auch jetzt vorne ein bisschen was abgezogen. Ich glaube, der Gegner backt gerade. Ist ja auch nicht schlecht. Wird nicht der Regelfall sein bei so einem Game, aber wenn es so bleibt, kriegen wir eine Platte. Keine Energie mehr gleich. Das ist schwer nachzuvollziehen, was man hier machen muss. Okay, jetzt sieht sehr gut aus. Okay, wir laufen jetzt einfach mal so lang. Warten wir, bis wir wieder aufgeladen haben. So stehen bleiben passiert nichts. Also, der Gegner hat sich festgebackt. Jetzt kommt er wieder ein bisschen in Bewegung. Machen wir mal wieder in die Richtung hier.
Ja, das ist schon krass, ne? Also, das soll für so richtig ausgereicht ist das Spiel, ne? Ja, schade, muss ich sagen. Also wenn wir hier weglaufen, passiert erstmal gar nichts. Ist so das Gefühl. Wir können uns ein bisschen schneller bewegen. Alter, was war das denn? Ich dachte, ich kann mit dem Move irgendwie dem Vieh richtig Schaden zuführen, aber... Scheiße. Okay, Reload Last Checkpoint. Ich denke mal, das werden wir uns nochmal geben. Das muss aber klappen. Also immer weglaufen. Am Anfang irgendwie passiert aber dem Vieh nicht. Und ein bisschen merkwürdig. Also das Gameplay ist auch ein bisschen seltsam. Ich habe auch gesehen bei Steam, das Game wurde als ausgeglichen bezeichnet, aber das muss ja nichts heißen. Da gibt ja schon mal Leute, die haben da irgendwie mehr Bock auf Spiele, manche haben weniger Bock. Manchen gefällt gewisse Sachen nicht. Okay, das ist halt. Die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber. Wahrscheinlich mehr an meiner Unfähigkeit hier. Das Game ist halt wirklich ein bisschen verbuggt. Guck mal, wie lange der Gegner jetzt da steht und nichts macht. Das so gewollt ist, kann mir nicht vorstellen. Jetzt passiert mal wieder ein bisschen was. Jetzt können wir auch laufen. Die ist ein bisschen schwach, aber das geht noch. Okay, anvisieren. Die Steuerung ist ein bisschen komisch, aber... ein paar vor die Fresse und jetzt hauen wir da. Jetzt ist das Vieh hier auf uns. Okay, ist das Also
Also das Gameplay an sich, so mit den einzelnen Monstern, so sag ich mal, die da rumlaufen, das ist noch in Ordnung. Aber jetzt hier der Gegner, der ist irgendwie ein bisschen komisch zu handhaben, finde ich. So, jetzt verwandelt er sich und jetzt geht's ab. Los, komm her. Das ist ja auch zu schaffen. Nicht mehr viel, das schaffen wir, ne? Also kein schlechtes Game, ne? Also wirklich, ich will nicht sagen schlecht, aber ein bisschen von der Steuerung spielt es sich komisch irgendwie. Also ich weiß auch nicht. Also wart jetzt beim Endgegner. So, wer erwartet uns da? Ah, endlich eine. Weiter geht's mit einer Story. Ist ja doch gut, dass da noch ein bisschen was kommt. Alles in Gold, ey. Er war Boxer, okay. I'm gonna be late again. Das war mal eine schnelle Katzenwäsche. 9.45 Uhr und 9.45 Uhr war er dann angezogen. Okay, get your car keys and hurry to work. Ja, also, wenn ich wüsste, wo ich meinen Car Key habe hier. Wo ist mein Autoschlüssel? Ja, es ist aber auch chaotisch hier. Kann natürlich auch sein, dass er hier drüben ist.
Ja, genau. Der Typ hat natürlich auch wieder so eine riesen Villa hier. Finde ich natürlich mal locker den Autoschlüssel. Ja, alles klar. Aber es kann ja sein, dass er am Eingang ist, würde ich mal vermuten. Oder? Ja, da liegt er doch. Ja, fast vermutet. Today's the day. Ah ne, sein Handy ist das. Gonna be so surprised. Okay. I just hope she says yes. Okay, super, das ist wieder gut. Es wird wieder angezeigt, wo wir lang müssen. Das ist natürlich so ein Haus, ist ein Traum. Alter, ohne Scheiß, ey. Was würde man dafür geben, ne? Das wäre echt, boah. Echt Sahne. Das Auto würde ich, also ist auch schön, aber würde mich jetzt nicht so faszinieren, aber das Haus, ey, boah. Hier ist Enterprise, arbeitet er. No fucking late. Ist auch ein Riesenbüro. Und dann mit dem Ausblick. Finally decided to show up. Did you sleep well? Like a baby. Hey, listen, Cut the shit, Desmond. You want to come in here and joke? Take some responsibility for once, will you? This company, my goddamn company, is on the edge of bankruptcy. And that's on you. You and your dumb decisions. Me? Oh, no, no. You had oversight. You said it was a good deal, too. You were happy to sign, you knew the risks. But now it's not gone our way, it's my decision. It's me that gets blamed. Come on. Seine Boxmanager. I said that because I trusted you, Desmond. I gave you free rein because I hoped you'd learn something. I should have known it'd be too much for you. It was a mistake. And I won't make it again. Don't you think you're being a little dramatic? I should tell you to make this right. But I can see you wouldn't know how. And I think, I know, letting you try would just be another risk to the future of the company. It'd be like offering a soul to Lucifer himself. I'm just so disappointed with you. If your mother was here, she'd... Do not do that. Don't you dare do that. Dare? You know what? Get out. Now. I don't want to see you. Leave! Ich habe jetzt noch nicht ganz rausgefunden, ob das jetzt seine Firma ist, wo er arbeitet, oder ob das sein Boxmanagement ist. Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da irgendwie klarkommt, aber vermute mal, da komme ich auch irgendwie noch hinter. My fault? My fault? Sure, yeah, okay, asshole. Sure, that's fine. Hey, whoa! You okay there, buddy? Easy. Watch you don't break that thing. What's going on? You got the whole office asking after you. Where have you been? What's gotten you this pissed? I guess. Richard, huh? Hey, take a breath. Save it for tomorrow. For the fight. Shut the fuck up! My father... Look, I'm okay. You don't need to worry about me. I don't, Alter, wenn du so gegen Fahrstuhl schlägst, hast du aber Geschichte in der Faust, oder? Was ist das für dir da alles? You know her, and she is about me fighting. And after what I've got planned for tonight, she's gonna be even more against it than ever. You'll be okay, both of you. Listen, I gotta go, so I'll see you there, champ. Aha. Hi, baby.
Rocky, what's wrong? Is everything okay? Yeah, couldn't be better. Come on, get in. Carl's waiting for us. Okay, so, ob das Kantige ist immer Geschmackssache, aber I was feeling kind of out of place tonight. Geiles Haus. Everybody else was in jeans, so come in. Let me show you the pier. Krass, wenn man bedenkt, man fängt an ohne Story und jetzt ist nur Story. Wow. Ja, der Ausblick, ey. Unglaublich. Kristen, I need you to know. You're amazing. You're beautiful. You're inspiring. You understand me. I love you for who you are and for who you make me want to be. It doesn't matter jetzt einen Heiratsantrag. Where I am. I know that by your side is exactly where I'm supposed to be. And I want to be with you forever. So, Kristen, will you marry me? Oh, ich dachte schon, die guckt so ernst. Hey, dachte schon, das geht in die Hose, aber hat ja nochmal geklappt. Hey. Morning. How do you feel? Wonderful. Maybe still a little sleepy. You mind if I don't get up just yet? I took the day off. You did? When did... Wait, you knew? You're still going to fight today, aren't you? You know I am. I didn't train this hard to back out now. Are you going to your training room to practice your moves? Were my moves not practiced enough? Okay, okay. I love you. I love you too. Okay, sind wir im Haus in Miami. Practice your punches and get ready for the fight. Ja, machen wir doch mal. Time to practice some punches. Okay, hier kann nur ein Schlag. Easy win. Er fährt viel Auto, würde ich sagen. Ah, I need to dress for the fight. Okay, now I'm ready. Let's do this. Alter, das soll wirklich irgendein Underground-Club, wo unten nur Boxkämpfe stattfinden. Das ist hier auch mal nice. Focus. Ein Fight Club. You got this. This fool's gonna go down like all the others. Ich bin gespannt, wie viele Zuschauer da sind. Eine geile Atmosphäre. It's time for tonight's main event. All bets Alter, mein Gegner ist aber durchtrainiert. In a few moments we will see which of these fine fighters Lady Luck is going to smile down on tonight. Will it be our hometown hero Desmond or the challenger from out of town? Alter, der Buddy, ey. Den sollen wir umschlagen? Da bin ich ja mal gespannt. What did he...
Gerade ich kenne ja auch nur den einen Schlag hier. Laufen. Er macht nur den einen Schlag hier. Okay. Da müssen wir halt mal ein bisschen laufen. Scheiße, ey. Da gibt's keinen Mann. Ach doch, da gibt's noch einen anderen. Alles klar, Jeb gibt's noch. Das wäre es ja gewesen, aber die Tastenbelegung ist halt ein bisschen merkwürdig. Der hat schon dämonische Augen. Boxkampf hat das aber auch nichts zu tun. Alter, es geht schon krass ab, muss ich sagen. Also. Aber okay, wir hätten wahrscheinlich so und so nicht gewinnen können. Can you hear me? Wake up! So, also vorprogrammiert. Desmond. Will you ever be anything other than a burden? First, I'm cleaning up the mess you made of my company, and now, getting your ass handed to you in front of all my friends and colleagues. The only good is your mother didn't live long enough to witness this failure. Sir, please step aside so I can do my job. You can talk to the patient when I'm finished with him. There's nothing left to talk about. You're going to be all right. Ice it and keep it clean. Dizziness should wear off soon. Who was that prick? Ich finde dafür, dass er aussieht wie ein Milchbubi, hat eine ganz schön tiefe Stimme. Mich wundert, wie der zu so einem Reichtum gekommen ist und so ein Haus hat, wenn er nur Amateurkämpfe macht. Oh. Alter, wie mies ist das denn, ey? Er hat die ersten Heiratsantrag gemacht. Shit, it's not what you think, okay? Ist nicht so, wie es aussieht, ja. Where do you think you're going? Desmond, listen, okay? It's not what you think. You're dead, motherfucker! Ich nur noch aufs Maul. Okay, er hat mir Gott sei Dank nur eine gegeben und ist dann abgehauen. Ich dachte, ich bekomme noch mehr, ja. Er will auch nicht. Nee, komm, nicht hinterherfahren. Nicht in dem Zustand. Darf ich mir einen Typen, der in dem Zustand ist, darf ich nur hinterherfahren, oder? Wahrscheinlich muss ich noch das Auto steuern. Das kann auch wieder nichts werden. Auf jeden Fall nicht bei meinen Fahrkünsten. Ich hoffe, er fährt hier selber. A dome, huh? It's just the most important fight of your career. Will Kristen be there? How romantic. Okay. Nothing left to talk.
Das erklärt natürlich einiges, wenn er jetzt verunglückt, dass er dann irgendwie in so eine Art Geisterwelt kommt. Er hat ja kein normaler Mensch. Übersprungen. Ich dachte so, ich kann da rausklettern oder so. Ich muss aber sagen, wenn er jetzt noch fit ist, ey, dann hat das aber sehr gut überstanden. Ey. Also. So eine Geschwindigkeit, so ein Sturz, obwohl die Welt sieht sehr grau aus. Oben sind natürlich die Lichter und ich denke mal in die Richtung müssen wir auch. Ich kann natürlich mich hier noch umsehen, aber ja, das können wir mal kurz machen, was das hier alles ist. Komische Steine. Ich denke mal, der Weg rechts ist auf jeden Fall schon in Ordnung. Können aber nicht laufen. Sieht aus wie so ein Assassin irgendwie. Jetzt fallen wir in so eine Art Geisterwelt durch seinen Voodoo-Zauber. Und da fängt es dann quasi an, dass wir komisch kämpfen können und diese Fähigkeiten entwickeln. Natürlich die von der Geschichte ein bisschen seltsam. Okay. Zeig mal was anderes. Where am I? Fragt sich halt wieder, wo er ist. What the fuck was that? War gut reagiert, also. Natürlich geil, ne? Ich mag das ja mit dieser Asche und ab und zu ein paar Bluttropfen so zwischen. Das sieht echt geil aus. What is this place? Doesn't look natural. Ich kann nicht zuschlagen, kann nur gucken. Geht nicht, okay, müssen wir da lang. Warum die jetzt so friedlich sind und mich nicht angreifen? Seltsam, aber kann mir ja erstmal egal sein. Hey! Leave that something alone! Game crashed. Na, hurra.
So, Freunde, das Game ist hier gecrashed an der Stelle. Warum auch immer, Fatal Error. Leider müssen wir an der Stelle jetzt auch Schluss machen. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns am nächsten Teil. Ich hoffe, dass er auch gut gespeichert hat. Ich habe schon öfter jetzt gelesen, dass es da gecrashed, das Game. Mal gucken, vielleicht ist da noch ein Patch zu oder so. Oder ich lese mich da mal schlau. Dann lasst mal ein Abo da. Kommentiert mal und aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Bis dahin.